Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen, Stefan Fröhlich hier von WH Self Invest. Und ja, Sie sind genau richtig beim Webinar von WH Self Invest. Wir machen hier heute ein bisschen Webinar in Sachen Trading und ja, mal außergewöhnlicherweise an einem Montag. Das machen wir ja auch nicht so oft. Normalerweise ist ja immer der Dienstag mein Tag, aber wir haben gesagt, diese Woche machen wir es gleich doppelt. Ja, ich bin gleich heute und morgen am Start. Also insofern kriegen Sie sozusagen 100% mehr diese Woche geboten von uns und speziell dann auch von mir. Aber ich bin heute nicht alleine hier im Webinar. Ich habe heute einen Gast, auf den ich mich so super freue, weil ich schon immer mal ein Webinar mit ihm machen wollte. Und er ist bekannt in der Trader-Szene wie kein zweiter. Er ist jemand, der sehr viel Live-Trading macht, der seine eigenen Kanäle hat, der über Facebook viel macht, Facebook-Livestream zum Beispiel und Spezialist für die amerikanischen Aktienmärkte. Und ja, endlich hat es mal geklappt, dass er mal hier ist. Und heute geht's mal, wir haben so eine kleine Serie anberaumt, ne, so eine kleine Webinar-Serie. Heute geht's mal ein bisschen um die Basics, also ja, wie liest man Charts und Indikatoren und so weiter und so fort. Und dann gehen wir ein bisschen in die Strategien bei dem zweiten Webinar und dem dritten Webinar. Und das werde ich später dann noch vorankündigen, wann das sein wird. Jetzt erstmal einen schönen guten Tag, Achim Mautz. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite her. Und ich habe schon gehört, ihr habt ja schönes Wetter. Bei mir ist es da draußen nicht ganz so rosig, obwohl, Ich ja, sitze hier wird mitten auch in wieder der werden. Sonne Ja, natürlich, ja. klar. Ist ja klar, ne? Normalerweise ist ja Webinar eher so bei Schlechtwetter, da geht man ganz gerne mal rein und so weiter. Aber dementsprechend freut es mich natürlich auch, wenn ihr schönes Wetter habt, trotzdem auch heute mit dabei seid. Also herzlich willkommen auch von meiner Dann Seite her. umso besser, ne? Genau. Ja, also herzlich willkommen. Und ich mache mal ganz kurz noch eine Sache. Ich will mal kurz rausfinden, wann denn unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, ich blende das mal kurz ein hier. Wann haben Sie mit dem Live-Trading angefangen? Einmal kurz draufklicken, bitte. Achim, vielleicht nochmal von mir die Frage: Hast du auch Folien oder soll ich gleich meinen Bildschirm übertragen? Also ich habe insgesamt 60 Folien vorbereitet. Ui, okay. Ja, und Dann müssen wir schnell starten. Pro ja, Folie eine ich sage es Minute. direkt vorweg, ich hoffe, dass ich in einer Stunde durchkomme. Ich bin ja eher mal so der Thomas Gottschalk der Webinare, also ich überziehe ganz gerne mal. Aber dafür gibt es auch coole Informationen von mir, so ist es ja. So soll es sein. Okay, alles klar. So, dann haben wir jetzt die Auswertung. Ich übertrage das mal kurz. So sieht's aus. Also, wir haben 36% vor mehr als 4 Jahren angefangen, 39% in den letzten 1 bis 3 Jahren und 26% sind Genau. noch Anfänger. Das ist super. Also sind wir relativ ausgewogen sogar. Sehr gut. Und vielleicht nochmal die Frage, ob Sie gerade an den Märkten aktiv handeln. Ja, also mal die Frage nochmal in den Raum. Handeln Sie zurzeit aktiv an den Märkten? Ja, ich bin aktiv am Traden. Nein, ich mache gerade Pause oder nein, ich bereite mich auf den Umstieg zum Live-Handel vor. Sehr gut. Machen alle schön mit hier. Wunderbar. Gut. So, dann habe ich so ungefähr wieder 70% aller Teilnehmer, die mitgemacht haben. Super, vielen Dank dafür. Schauen wir uns das auch noch kurz an. 77%, ja, ich bin aktiv am Traden. 14%, nein, ich mache gerade Pause. Und 9% sind dabei, sich gerade vorzubereiten auf den Live-Handel. Also haben es ein bisschen in der Demo geübt und gehen dann jetzt rüber in den Live-Handel. Die meisten aber aktiv am Traden. Sehr gut. Also, dann wissen wir, wie unsere Gruppe zusammengesetzt ist. Ich schiebe dir den Bildschirm direkt rüber, Achim. Sehr gerne. Und dann kannst du loslegen. Jawohl. So, Jawohl, sollte sehr auch im schön. Prinzip sichtbar sein, ne? Ja, Okay. funktioniert. Ja, liebe Trader und Traderinnen, wir machen die ganze Geschichte heute so, dass ihr kriegt natürlich alle im Nachgang, ich schicke es auch an Herrn Fröhlich dann natürlich durch, diese Ja. Präsentation als PDF, damit es auch jeder hat. Super. Und
Wir machen es dann einfach so, wenn wichtige Fragen sind, wird der Herr Fröhlich dann einfach mal mich ganz kurz dort oder da unterbrechen und ansonsten versuche ich jetzt Absolut. einmal euch die wichtigsten Sachen dann hier mal weiterzugeben. Ja, wichtige Basics im Trading. Ja, sehr, sehr viele da draußen, auch die, die jetzt bewusst gesagt haben, sie sind seit mehr als 4 Jahren schon im Trading drinnen, werden das natürlich sagen, okay, ja, Flagge, Unterstützung, Widerstände etc. habe ich schon alles gesehen, habe ich schon alles gehört. Aber keine Sorge, da sind einige sehr, sehr schöne Tipps und Tricks heute dabei, die werdet euch euer Leben lang gebrauchen können. Und diese Werkzeugkoffer von heute sind nur ein paar von meinen persönlichen Tipps und Tricks, ja, aber sehr, sehr viele richtig schöne Sachen, die euch in Zukunft das Leben im Trading ein bisschen versüßen werden. Also ich freue mich schon speziell auch darauf. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich in einer Stunde fertig bin, aber ich werde mich bemühen. Ja, ich werde mich bemühen. Ganz kurz müssen wir natürlich auch immer wieder machen, auch rechtlich von meiner Seite her. All das, was Sie heute hier sehen, dient natürlich rein nur Schulungszwecken. Inwieweit Sie das dann eben selber aktiv im Trading immer wieder dann einsetzen oder nicht einsetzen, müssen Sie natürlich auch mit Ihren eigenen Riskparametern und so weiter natürlich immer wieder auch abklären. Also, wie gesagt, es ist eine reine Schulungsgeschichte heute und ist keine Strategieanleitung, wie Sie Ihre Trades in Zukunft umsetzen sollten. Ganz kurz zu mir. Warum erlaube ich mir quasi auch Ihnen hier heute etwas beizubringen? Ich bin mittlerweile seit mehr als 20 Jahren im Trading dabei, habe 1999 meine erste Vermögensberatungsfirma damals im Alter von 19 Jahren gegründet. Da können Sie sich selber ausrechnen, wie alt ich schon bin. Und ja, ich bin mittlerweile Chefanalyst von einigen Brokern, Börsenbriefen in Europa, deutschsprachigen Börsenbriefen hauptsächlich. Und wie Herr Fröhlich auch schon gesagt hat, Mitbegründer der Daytrading- und Swingtrading-Plattform Ratgebergeld und Ride the Bull. Was machen wir dort? Wir machen sehr viel. Wir machen eine Mischung aus Daytrading, Swingtrading, Positionstrading. Das heißt, für alle immer wieder dort und da was dabei. Hauptsächlich US-Markt, was ich betreue. Ich habe mittlerweile auch Trading-Dienste dort, die hauptsächlich auch auf Europa ausgerichtet sind, sprich auf den europäischen Markt, deutsche Aktien, niederländische Aktien, österreichische Aktien etc. etc. Und der Grundbegriff oder warum gibt es Ratgebergeld? Ganz kurz, es ist mehr oder weniger Learning by Doing. Das heißt, ich zeige meinen Folgern oder meinen Followern jeden Tag in einem Live-Chat, was kaufe ich, was verkaufe ich, warum, weshalb, weswegen, damit die Leute auch verstehen, was hier gehandelt wird. Die Leute können selber mittraden, nicht mittraden. Es ist quasi ein inaktiver Trading- und Live-Chat-Room, wo wir jeden Tag immer wieder eine Vielzahl von Trades machen. Das macht auch wahnsinnig viel Spaß mittlerweile. Und ja, ist, glaube ich, auch eine der größten Communities mittlerweile, was Trading angeht und Chats in Trading im deutschsprachigen Raum. Also sind täglich eigentlich immer 200, 300 Leute live mit mir im Chat online, die jeden Tag brav mittraden. Also es geht schon mittlerweile wirklich sehr, sehr schön die Post ab. Gut. Was werde ich euch heute hier zeigen? Secrets im Trading. Wir werden ein bisschen reingehen in Richtung Charttechnik. Ja, wir werden ein bisschen reingehen in Richtung Traden mit den Trends. Vor allem meines Erachtens gerade für die, nicht nur für Anfänger und Fortgeschrittene, immer wieder so ein Maß der Dinge, wo ich sage, Disziplin ist das Um und Auf im Trading und eigentlich gibt es keine guten und schlechten Aktien. Es gibt nur gutes und schlechtes Timing. Ja, sehr gutes Beispiel momentan sind wiederum die Brennstoffzellenaktien. Ich vergleiche die Brennstoffzellenaktien gerne mit der Situation. Habe ich Herrn Fröhlich auch, glaube ich, zum letzten Mal gesehen vor Corona, vor 2, 3 Jahren, als wir uns unterhalten haben über Cannabis-Aktien. Auch damals habe ich gesagt, Leute, die Blase ist geplatzt. Ja. Sehr, sehr viele wollten damals noch investieren, ja, weil die Kurse ja ach so günstig aussehen und aus -50% bei einzelnen Investments wurde dann mit Aurora Cannabis, Tilray und Co. auf einmal -90%. Ich will nicht sagen, dass es auch bei Brennstoffzellenaktien so sein wird, aber die Gefahr ist halt recht groß und mittlerweile haben ja auch die führenden Aktien auch schon 50% und mehr abgelegt. Und das ist eben gerade dieses Trading mit dem Trend immer wieder ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und die Trading-Strategien, da gibt es dann noch 2 Sonderwebinare, die wir vorhaben. Einmal das Gap Trading, ist besonders interessant für Daytrader da draußen. Da gebe ich euch einige Tipps und Tricks mit, wie Gap Trading funktioniert, worauf ihr da aufpassen müsst, worauf ihr schauen müsst und wie man da erfolgreich agieren kann. Und dann auch noch eine Trading-Strategie, die nennt sich Base and Break Trading. Das ist eine sehr coole Trading-Strategie, die auch über WH Self Invest wunderbar so gerade in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr immer am Abend machen könnt.
Und da gebe ich euch ein paar ganz einfache Tipps und Tricks, wie ihr da sehr erfolgreich auch in dieser Zeitspanne 18 bis 20 Uhr handeln könnt. Denn das ist ja meistens auch gerade dieser Zeitrahmen, wo die meisten berufstätigen Trader Zeit haben. Ja, die kommen 16, 17, 18 Uhr nach Hause. Ja, und dann denkt man sich, der Trading-Tag ist ja eigentlich schon gelaufen. Aber ne, so ganz ist es nicht. Also da gibt es noch einige sehr, sehr schöne Geschichten. Also das ist auch, glaube ich, für die Mehrzahl unserer Zuschauer sehr interessant, dass sie praktisch diese Strategien für den Feierabend sozusagen von dir bekommen. Ich kenne das selber aus meiner eigenen Zeit, wo ich auch noch in der Bank hauptmäßig tätig war und dann Traden mehr oder minder das Hobby war. Und dann hast du immer das Problem gehabt, wenn du 18 Uhr dich hingesetzt hast, da warst du erstmal mitten in der Lunchtime bei den Amerikanern. Ja, also insofern genau. Ist das immer ganz gut, wenn du da vielleicht auch nochmal das ein oder andere dann so sagen kannst. Genau, also wie gesagt, also diese Base-and-Break-Trading-Strategie baut, und nur ganz kurz angeschnitten, ja, worum geht es dabei? Wir suchen danach wirklich den Werten, die am Anfang des Tages wie irre gestiegen sind, und die machen meistens eben gerade zu dieser Lunchtime herum eine sehr schöne Base, ja, so eine Zwischenkonsolidierung. Ja. Und das ist dann einfach eine sehr gute Möglichkeit, wie ich auf die Gewinner des Tages, nach dieser Konsolidierung optimal einsteigen kann. Ja. Ab und zu erwischt man dann eben auch Aktien, die sind an diesem Tag, also typisch so Aktien wie GameStop, ja, die sind ja zuletzt ja explodiert wie Hölle, BlackBerry, COS und wie die ganzen Geschichten alle geheißen haben. Und für den typischen Otto-Normalverbraucher ist es halt immer wieder so eine Überwindung. Ja, warum soll ich noch eine Aktie kaufen, die heute ja schon 30% ZB gestiegen ist? Und das sind dann Strategien, wie man dann solche Aktien kaufen kann. Die sind zwar schon 30% gestiegen intraday, aber ich gehe meistens mit einem Risikospektrum von gerade mal 1 oder 2% Risiko, was man dann riskiert in diesem Trade hinein. Und man hat meistens den zweiten Schub bis zum Ende des Tages dabei und kann dann meistens nochmal 10, 20, 30% machen mit sehr, sehr kleinen Risiken. Natürlich jetzt nicht immer Aktien, die jeden Tag 60% machen, aber sehr, sehr viele Aktien, die zum Beispiel auch 4, 5% machen. Seitwärtsbewegung, man kauft ein mit einem ganz kleinen Risk und kann dann nochmal 4, 5% bis Ende des Tages machen. Also ganz einfache, triviale Strategien, aber sehr, sehr effektiv, wenn man weiß, worauf man da schauen muss. Machen wir dann, glaube ich, das nächste Mal ist es, ne? Genau, das ist beim nächsten Mal. Sehr nice. Gut, ganz kurz vielleicht vorweg, ja. Wir kommen jetzt ein bisschen zu diesen Themen, die ich also heute hier zusammengesucht habe, wo ich sage, ich glaube, das sind immer so grundsätzlich wichtige Basics. Und ich selber habe halt immer wieder auch gesehen, in den ganzen Vorträgen da draußen auch, wir haben uns ja immer wieder auch getroffen auf der World of Trading, auf der Invest in Stuttgart und dort und da. Und alle Vortragenden quatschen immer über Psychologie, ist natürlich alles sehr, sehr wichtig. Mindset, positives Denken und so weiter. Aber die wenigsten reden über die wirklichen Eckpunkte im Trading. Ja? Was ist wirklich wichtig? Und das habe ich heute versucht, hier mal ganz kurz und bündig hier ein bisschen zusammenzufassen. Von den Chartarten darf ich jetzt schon ein bisschen wegstreichen müssen heute, weil ansonsten ein bisschen die ganze Geschichte too much wird. Aber ganz kurz, wenn wir da nur ein bisschen hineingehen. Die Liniencharts kennt, glaube ich, jeder so aus den Zeitungen heraus. Das ist natürlich eine sehr nette Geschichte, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fonds kaufe, ja, wo ich sage, ich möchte ein paar Jahre drinnen bleiben. Basisinvestment, man sieht ein bisschen die Kurven, aber tradingtechnisch ist ein Linienchart natürlich absolut out. Ja. Sehr, sehr viele verwenden dann auch noch sogenannte Barcharts. Darum auch hier das Wort Barcharts. Das sind diese OHLC-Charts, ja, kennt ihr wahrscheinlich auch. Wo wir also links meistens den Strich haben für den Eröffnungskurs, rechts den Strich haben für den Schlusskurs. Und ich persönlich und sehr, sehr viele Trader, die ich kenne, verwenden gerne Candlestick-Charts. Und ich sage immer wieder dazu, ein Candlestick-Chart ist quasi der Bar-Chart in 3D, weil ich hier einfach noch einmal auch einen sehr, sehr schönen Körper mit dabei habe. Also hier zum Beispiel, also das ist so ein OHLC-Chart. Das heißt, ich habe auf der linken Seite meinen Eröffnungskurs, rechten Seite meinen Schlusskurs. Und bei einem Candlestick-Chart habe ich dann einfach hier noch einmal diesen sehr, sehr schönen Körper mit dabei. Und es hat einfach ein bisschen mehr Tiefenwirkung. Ja? Und darum eben, wie gesagt, hier der Begriff Chart-Art in 3D. Man sieht einfach wesentlich mehr. Und gerade die Größe von Körpern spielt hier eine immens große Rolle. Ja? Eines der Geschichten, wo ich dann relativ früh gemerkt habe, und jetzt hole ich ganz kurz ein bisschen aus. Ich habe das gemacht, was sehr, sehr viele von euch
glaube ich, jetzt im Anfangsstadium auch probieren. Ja? Was gebe ich auf meinen Chart? Bollinger Bänder, MACD, RSI, OBV, On Balance Volume und was haben wir da auch noch? Average True Range und dann noch dieses und jenes. Und im Endeffekt sehen dann die Charts so aus wie der Webstuhl von der Oma. Ja, man sieht den eigentlichen Kursverlauf nicht mehr. Und sehr, sehr viele glauben, und das ist wirklich ein absoluter Irrglaube, und das möchte ich gleich vorwegschicken, dass man mit Indikatoren gute Kauf- und Verkaufssignale bekommt. Ja, das funktioniert einfach nicht. Ja, es gibt natürlich auch computergesteuerte Handelssysteme, die auch ihre Grenzen immer wieder auch haben. Aber das große Problem ist immer wieder, und das ist auch so wie die Frage, was ist denn als erstes da? Die Henne oder das Ei? Okay? Bei den Charts ist es relativ easy. Was ist zuerst da? Die Kursentwicklung oder die Indikatoren? Was würdest du sagen, Stefan? Ja, die Indikatoren sind ja eine Ableitung der Kurse. Also insofern ist natürlich die Grundlage immer der Kurs und zwar sogar der einzelne Tick, ne? Weil der Tick wiederum wird ja aufbereitet in die Zeiteinheit und aus dieser Zeiteinheit wird dann der Indikator berechnet. Das ist aber auch mal ganz wichtig, genau. Weil man nämlich wissen muss, wie viele Berechnungspunkte in meiner gewählten Aggregation gibt es im Indikator auch. Also auch ein ganz wichtiger Einflussfaktor auf die Trade-Entscheidung. Und genau das ist auch das, was mich im Kern schon vor Jahren beschäftigt hat. Ich habe jahrelang versucht, aus Indikatoren gute Ergebnisse zu erzielen. Das ist einfach nicht möglich. Ja? Warum? Weil die Indikatoren immer nachher das Signal liefern, nach einer Kursbewegung. Das heißt, man ist ständig zu spät dran beim Einstieg, man ist ständig zu spät dran beim Ausstieg. Und das sieht zwar optisch in den Charts immer wieder sehr schön aus. Ja, da hätte man gekauft und verkauft. Aber wenn man es genauer ansieht, man ist immer zu spät dran. Das heißt, ich habe mich damals schon vor 10, 15 Jahren dann eben auch entschieden, okay, ich muss mir die Kursbewegungen selber anschauen. Ja? Und ich habe heute hier dann auch, wenn wir diese Candlesticks dann zum Schluss dann noch ganz kurz anschauen, so ein paar von den wichtigsten Candlestick-Formationen zusammengetragen. Ein paar davon kennt ihr schon. Hammer, Shooting Star, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing. Also diese wirklich trivialen, ganz einfachen Geschichten. Und die funktionieren wirklich exzellent. Allerdings nur dann. Und jetzt sind wir schon bei einem sehr entscheidenden Punkt und das ist quasi mein erster Secret für euch heute. Candlesticks sind ein wahnsinnig gutes Instrument, aber nur in Verbindung mit westlichen Indikatoren. Was heißt das? Die Candlesticks kommen aus Asien, aus Japan. Ja, die wurden erst irgendwann einmal von den Amerikanern dann übernommen. Und westliche Indikatoren sind die Sachen, die wir heute auch besprechen. Unterstützungen. Widerstände, die sich eben aus Pivotpunkten ergeben meistens. Sehr, sehr viele verwenden auch Fibonacci-Retracements, ja, oder auch gleitende Durchschnitte. Wenn ich also jetzt diese Candlestick-Formationen alleine verwende, ja, ZB, ich kaufe jeden Hammer, den ich sehe, ich kaufe jedes Bullish Engulfing, das ich sehe, dann werdet ihr relativ rasch sehen, auch das funktioniert nicht. Wenn ich aber diese Candlestick-Formationen beginne zu kombinieren mit anderen Indikatoren, die davon komplett unabhängig sind, dann steigt auf einmal der Erfolgsfaktor extrem stark. ZB, ich kriege einen Hammer hinein in einen gleitenden Durchschnitt, wo ich gleichzeitig vielleicht auch ein wichtiges Fibonacci Retracement habe. Und dann auf einmal habe ich zwei, drei verschiedene Punkte, verschiedene Indikationen, die mir alle das Gleiche sagen, nämlich, hey, Kaufsignal. Und gerade diese Kombination von mehreren Einheiten zusammen ist das, was wirklich erfolgreiches Trading quasi ausmacht. Das heißt, wenn ihr sagt, Indikatoren, ja, möchte ich verwenden, dann nehmt es von mir aus. Aber immer nur in Kombination mit wirklich anderen Signalen. Ja? Und das ist quasi das große Secret an der ganzen Geschichte. Es gibt keinen heiligen Gral. Also auch nicht die Candlestick-Chart-Technik wird euch immer die richtigen Signale liefern. Aber die Kombination von diesen ganzen Sachen miteinander ist eben letzten Endes entscheidend. Das schauen wir uns jetzt ganz kurz an. Also beginnend, ich gehe jetzt nicht alle Candlestick-Formationen hier durch, nur um euch ein bisschen zu zeigen, was sind so die Secrets, worauf schaut man hier? Und als erstes Beispiel habe ich mal das hergenommen, was, glaube ich, jeder kennt. Was ist ein Hammer? Ein Hammer ist eine positive Umkehrformation. Und das sieht im Endeffekt so aus. Ich habe eine kleine Kerze und einen relativ großen Docht. Ja, das Wichtige beim Hammer, nur ganz kurz, damit Sie es auch wissen, ist, dass dieser Körper
sich im oberen Drittel befindet von dieser gesamten Kerze. Ja? Ein Hämmer alleine, who cares, interessiert keinen Menschen, aber ein Hämmer zusammen mit einem wichtigen Support, mit einem wichtigen Gleitenden Durchschnitt, mit einem wichtigen, wie gesagt, Fibonacci Retracement Level oder von mir aus, wenn Sie sagen, Bollinger Bänder oder sonst was, das funktioniert dann sehr gut. Das heißt, immer nur in Kombination mit anderen Indikatoren. Und das ist zum Beispiel auch eine der Geschichten, die habe ich noch nie in einem Buch gelesen. Es gibt Bücher, die beschäftigen sich nur mit Indikatoren. Es gibt Bücher, die beschäftigen sich nur mit Candlesticks. Ja? Aber seltener mal irgendwo ein Trading-Buch, wo jemand sagt, hey, kombiniere mal das eine mit dem anderen. Und dann auf einmal sehe ich, okay, jetzt beginnt die ganze Geschichte auch schon langsam zu funktionieren. So. Hier einfach mal ein Chart. Ja. Es ist jetzt kein Chart von der Trading-Plattform von WH Self Invest, muss mich entschuldigen, ja, aber in der Schnelle ist es hier zeitlich nicht mehr ausgegangen. Aber was sehen wir hier? Wir sehen hier einen Chart von Verizon. Ja, und in diesem Chart sehen wir sehr, sehr viele Hämmer. Ja, die gibt es quasi wie Sand am Meer. Da gibt es da mal einen Hämmer. Wenn wir genau schauen, gibt es da auch einen Hämmer. Dann gibt es da einen Hämmer und da einen und da einen. Das heißt, sehr, sehr viele verschiedene Hämmer irgendwo in einem Chart. Ja? Und all diese Hämmer sind absolut uninteressant. Mich interessiert zum Beispiel eine Umkehrformation nur dann, weil es heißt ja auch Umkehrformation, wenn ich einen sehr, sehr steilen Abverkauf in Richtung Süden habe. Das heißt, fast schon eine parabolische Bewegung. Dann funktioniert zum Beispiel ein Candlestick extrem gut. Und vor allem auch dann, wenn dieser Candlestick dann irgendwo auf einem sehr, sehr wichtigen Support quasi sich bildet, so wie hier. Wir sehen einen Hämmer und dann sehen wir den Break nach oben mit einer positiven grünen Kerze und von da an macht das Teilchen eine wirklich sehr, sehr schöne Rallye. Das heißt, hier ein gutes Beispiel für einen Hämmer in Verbindung mit einem Support-Level, sprich mit einer Unterstützung, ja, hier in der Vergangenheit. Dann funktionieren diese Geschichten wirklich sehr, sehr gut. Keine Sorge, worauf Sie bei Unterstützungen und Widerständen und so weiter achten müssen, kommen wir dann auch noch dazu. Ja? Also, für mich entscheidend, auch hier noch einmal, sind nur solche Umkehrformationen in Verbindung mit anderen. Das ist jetzt auch ein sehr, sehr schöner Chart, da kann ich mich persönlich noch erinnern, da war ich auf der World of Trading in Frankfurt, ja, die ist ja immer so im November des Jahres, und damals habe ich mir Apple angesehen, ja, und ich sah, Apple fällt und fällt und fällt, und auch hier im Chart, wenn man genauer hinschaut, sieht man sehr, sehr viele Hämmer. Da mal einen Hämmer, dann sieht man da einen Hämmer, dann sieht man da auch immer noch mal einen Hämmer. Und ich habe mir persönlich gewünscht, dass das Teilchen hier runterkommt. Warum? Ich wusste, wir haben eine sehr steile Annäherung in Richtung dieses Support-Levels und wenn wir da einen Hämmer bekommen würden, eine Umkehrformation, dann wäre das ein grandioses Kaufsignal. Das heißt auch hier, wir Trader warten ja quasi wie ein Jäger auf seine Beute. Wir warten, wir warten, wir kaufen nicht, wir warten, wir kaufen nicht, wir warten, wir kaufen nicht. Und dann, wenn wir die optimalen Bedingungen haben, Windrichtung passt, Sonneneinstrahlung passt, alles drum und dran passt, dann schlagen wir es zu. Das heißt, Trading hat extrem viel mit Disziplin zu tun und einfach wirklich abwarten, dass mehrere verschiedene Indikatoren zusammen, das ist der schlagende Punkt an der ganzen Geschichte, mehrere Indikatoren zusammenpassen und dann hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf Erfolg. Auch das natürlich keine Garantie, dass immer alles funktioniert, das kann gar nicht sein, ja? Aber eben, und das macht ja Trading aus, es ist nichts anderes als wie ein Spiel von Wahrscheinlichkeiten. Und je höher die Wahrscheinlichkeit, umso höher natürlich auch die Wahrscheinlichkeit auf Ihren Erfolg im Trading selber. Das heißt hier, schönes Beispiel für einen Hämmer in Verbindung mit einer sehr, sehr wichtigen Support-Ebene. Kann natürlich auch sein, dass man jetzt zum Beispiel einen Hämmer bekommt, in Verbindung nicht mit jetzt Unterstützung oder Widerständen, sondern eben, wie bereits zuvor erwähnt, mit Fibonacci Retracement Levels oder zum Beispiel auch hier, wie in diesem Chart, mit einem bestimmten gleitenden Durchschnitt. Zu denen kommen wir dann auch noch. Ja. Das heißt, wir sehen hier einen sehr schönen Anstieg. Es bildet dann, sich dann hier ein kleiner Wimpel. Und da sehen wir dann diesen Hämmer in Verbindung mit einem steigenden gleitenden Durchschnitt. Also diese gleitenden Durchschnitte, die funktionieren wie Hölle, gerade in den US-Werten. Ja. Gerade 20-Tage-Durchschnitt, 50-Tage-Durchschnitt, bei steilen Anstiegen der 9-Tage-Durchschnitt, so wie hier, sind sehr, sehr gute Indikatoren. Und auch da geht es nicht darum zu sagen, welcher gleitende Durchschnitt ist jetzt der beste.
Aber in Verbindung mit einem guten Candlestick-Umkehrmuster funktionieren die Dinger wirklich brillant. Das heißt, man muss einfach nur abwarten, bis man all diese Geschichten zusammenbekommt. Und wenn ich das dann sehe, dann habe ich meistens einen optimalen Trade-Einstieg mit einem wirklich geringen Risiko und einer hohen Chance auf Erfolg. Hier wiederum ein Beispiel und jetzt kommen wir zum Shooting Star. Und ich nehme heute nur ganz kurz eben, wie gesagt, diese Candlesticks, Hammer und Shooting Star durch. Dann kommt noch so ein kleines Spreadsheet, was ich auch ausschneiden können und ausdrücken können mit den wichtigsten Candlestick-Formationen. Shooting Star ist auch eine Formation, die ich ganz gerne mal dort und da verwende, aber auch da immer wieder nur in Verbindung womit? Mit einem Widerstand, denn das ist jetzt ja eine Umkehrformation von oben nach unten, währenddem der Hammer war jetzt eine Umkehrformation von unten nach oben. Das heißt, für mich auch da nur entscheidend, kriege ich einen Shooting Star, so eine Umkehrformation, in Verbindung mit einem wichtigen Widerstand. Shooting Star ist genau das Pendant zu einem Hammer, das heißt, wir haben einen kleinen Körper, einen großen Docht und ähnlich wie beim Hammer ist das Einzige, worauf man hier achten muss, ist, dass sich dieser Körper im unteren Drittel dieser gesamten Kerze bildet. Ja? Auch hier sieht man sehr, sehr schön in diesem Chart, ich glaube, ich habe es bei einer der späteren Folien noch eingezeichnet, das sind jetzt zwei wirklich sehr schöne Shooting Stars. Ja, weil sie in Verbindung mit einer wichtigen Widerstandsebene erfolgen. Und das sind jetzt weitere Shooting Stars, die wir also hier haben in diesem Chartbild. Und Sie sehen, es gibt die wie Sand am Meer. Das heißt, machen Sie bitte nicht den Fehler, wenn Sie jetzt in die Candlestick-Materie ein bisschen einsteigen und dort nochmal ein bisschen beginnen, Fuß zu finden, dass Sie jedes Umkehrmuster, jede Kerze sofort bewerten und sagen, hey, das ist super bullish oder das ist super bearish. That's not the game. Ja? Das heißt, darum geht es nicht. Es geht immer nur in Verbindung mit anderen wichtigen Indikatoren und dann habe ich eine sehr, sehr hohe Aussagekraft. Also diesen Secret, ja, und dieses kleine Geheimnis, das war mir besonders auch wichtig, heute in diesen Basics einfach mal hier auch mal zu erwähnen. Und das sind jetzt abschließend einfach mal diese für mich persönlich wichtigsten Candlestick-Formationen, die ich auch verwende. Sie können sich natürlich auch gerne so ein Buch kaufen über Candlestick-Formationen. Ja, da gibt es, glaube ich, keine Ahnung, 2, 3, 4 Dutzend verschiedene Geschichten. Bullish, Harami gibt es da noch und weiß was ich, der Teufel alles. Letzten Endes muss man sich die Frage stellen, bringt das wirklich was, wenn ich ganz exotische Formationen verwende? Ganz offen und ehrlich, eher weniger. Warum? Weil die meisten Formationen, die funktionieren, sind jene, die auch tausende von anderen Tradern sehen. Und das sind meines Erachtens hier wirklich die bekanntesten. Das heißt, Shooting Star ist eine negative Kerze, eine Umkehrformation von oben nach unten. Hammer ist eine Umkehrformation von unten nach oben. Bearish Engulfing ist eine der stärksten Formationen, die es da draußen gibt. Eine Umkehrformation, eine negative Umkehrformation. Bullish Engulfing, eine extrem bullische Formation. Die anderen beiden habe ich auch noch gerne dazugegeben, Piercing und Dark Cloud Cover, sind aber nicht ganz so stark wie jetzt zum Beispiel im Bearish oder Bullish Engulfing, haben aber auch eine gute Aussagekraft. Ja. Und etwas, was ich sehr oft in den Charts sehe und ich würde fast sagen 80-90% Trefferquote, wenn man diese Dinge sieht, Evening Star und Morning Star. Also auch in kleineren Zeitperioden, wenn Sie jetzt zum Beispiel Intraday sich Charts ansehen, und Sie sehen einen Morningstar im 15-Minuten-Chart oder 30-Minuten-Chart oder im Eveningstar im 30-Minuten-Chart. Das sind schon wirklich sehr, sehr fundierte und sehr, sehr starke Umkehrsignale, weil sie eben auch aus mehreren Kerzen bereits formiert werden. Ja, das heißt, hier haben wir 3 Kerzen im Gegensatz zu einem Hammer oder Shootingstar. Da haben wir nur eine Kerze alleine. Und last Soll ich dir mal was verraten, Herr Riem? Bitte. Der Nanotrader, der hat tatsächlich einen Standardindikator eingebaut und zwar eine Candlestick-Erkennungsmaschine. Die kann das genau. Die kann ein Bearish, ein Bullish Engulfing, ein Evening, ein Morningstar, Hammer, die kann das alles selber identifizieren sozusagen und dir dann sogar Anzeigen oder Alarme generieren. Die Dinger sind wirklich auch sehr, sehr gut programmiert. Also die funktionieren da auch sehr, sehr gut. Ja, cool. Und dann geht es im Endeffekt nur noch darum, dass man eben diese Sachen miteinander kombiniert. Ne? So einfach. Ganz genau. Ist es, ne? Also man darf es immer nicht so abstrakt sehen, sondern man muss, wie du sagst, auf den richtigen Augenblick warten und dann zuschlagen. Also die Kombination macht es tatsächlich immer aus. Aber das ist halt, da sind wir auch
vom Funktionsumfang, glaube ich, ein bisschen voraus. Ja, cool, sehr cool. Und damit beginnt quasi auch so ein bisschen das Trader-Leben, ja? Wenn ich zum Beispiel jetzt so einen Strategieplan dann auch entwerfe, ne? Wo ich sage, Punkt Nummer A, was möchte ich denn jetzt traden? Zum Beispiel Morning oder Evening Star in Verbindung mit einem gleitenden Durchschnitt. Dann Punkt Nummer zwei, wie finde ich die Setups? Nano Trader, okay, ich scanne nach diesen und jenen Parametern, ich schaue mir diese und jene Werte an, die müssen CP liquide sein und so weiter und so weiter. Das heißt, man baut sich so ein Grundgerüst, wo man sagt, was möchte ich machen und worauf möchte ich eigentlich jeden Tag schauen? Damit beginnt dann quasi auch schon mal so ein bisschen der Trading- und Strategieplan. Ja? Und wenn ich immer wieder die gleichen Sachen handle, dann kriege ich ein sehr, sehr gutes Feedback vom Markt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja? Und genau da sieht man, dass Trading halt auch sehr, sehr viel mit Arbeit zu tun hat. Sich selber analysieren, die eigenen Trades analysieren, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und dann eben die eigenen Stärken permanent weiterzuentwickeln und die Schwächen möglichst rasch wegzulassen. Es gibt Trader, die sind beim Shorten von Aktien brillant. Es gibt Trader, die sind beim Shorten von Aktien absolut irgendwo, ja, sind aber brillante Trader auf der Long-Seite, also sprich kaufen und halten. Und jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Und das gilt es eben auch da immer wieder auch herauszufinden. Ja. Last but not least, Powerkerze. Ja, da gehe ich nur ganz kurz drauf ein. Schauen Sie sich einfach mal so die erfolgreichsten Charts der letzten paar Jahre an. Ja, egal, ob das Brennstoffzellenaktien waren, Solarwerte. Was war einer der erfolgreichsten Chip-Aktien? Nvidia, die ganzen Fangman-Aktien, sprich Facebook, Amazon, Apple, Google, Netflix, Nvidia und Co. Sie werden eines sehen. Fast alle Trends, wenn die Dinge mal wirklich so ein halbes Jahr oder Jahr lang nur gestiegen sind, fast alle Trends beginnen mit einer ganz großen grünen Kerze. Ja, da brauche ich keine Indikatoren dafür. Und wenn das der Nano-Trader auch noch herausfiltert, wo ich sage, hey, ich möchte nur Aktien auf meinem Bildschirm haben, die zum Beispiel entweder heute oder in der letzten Woche große Kerzen gehabt haben mit riesigen Voluminas, dann habt ihr genau die richtigen Aktien auf dem Bildschirm. Also auch das immer wieder eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ja. Also wie gesagt, ihr könnt euch dann auch in dieser PDF-Variante auch diese wichtigsten Candlestick-Formationen hier auch herausholen. Die wichtigste Botschaft noch einmal ist Kombination von mehreren verschiedenen Indikatoren. Dann funktioniert die Geschichte ganz gut. Ja. Zweite Geschichte, die ich heute ganz kurz anreißen möchte, ist das Traden mit den Trends. Ja. Und dazu muss ich jetzt auch ehrlich gesagt kein großer professioneller Chartanalyst sein. Ja? Denn für das Thema Trade mit dem Trend gibt es ganz einfach gleitende Durchschnitte. Ja? Kann man auch in Nanotrader ganz einfach einstellen. Sehr, sehr viele Trader verwenden die verschiedensten Perioden. Die bekanntesten, die meisten Trader verwenden, sind 20er, also 20-Tage-Durchschnitt zum Beispiel, 50er, 50-Tage-Durchschnitt. Und den 200-Tage-Durchschnitt kennt auch jeder, warum gerade der 200er, weil sie im fast ein Jahr abbildet. Ja. Und jeder von diesen gleitenden Durchschnitten hat seine Stärken und jeder dieser gleitenden Durchschnitte hat seine Schwächen. Und da gehe ich heute ganz kurz auch einmal drauf ein. Denn man darf halt auch da wiederum nicht hergehen und sagen, der Werkzeugkasten der gleitenden Durchschnitte ist das Ultima Ratio, sprich der Heilige Gral, sondern man muss auch ganz genau wissen, wozu brauche ich denn eigentlich diese Dinge und was möchte ich eigentlich mit den gleitenden Durchschnitten auch wirklich lesen. Ja. Funktionieren tun die Dinge eigentlich in allen Chartperioden. Ja, es gibt gleitende Durchschnitte in Tagescharts, es gibt gleitende Durchschnitte in Wochencharts, es gibt gleitende Durchschnitte in einem Stundenchart, 30-Minuten-Chart etc. Ja. Den großen Fehler, den auch da sehr, sehr viele Anfänger auch machen, ist, sie versuchen anhand von Schnittpunkten zwischen Kursen und gleitenden Durchschnitten. Also wenn zum Beispiel ein Kurs über einen gleitenden Durchschnitt geht oder unter einen gleitenden Durchschnitt geht oder auch den Schnittpunkt von gleitenden Durchschnitten selber als Kauf- oder Verkaufssignale zu nutzen. Glauben Sie mir, das funktioniert absolut gar nicht. Ja, es gibt ja da auch diese ganz berühmten Namen wie Golden Cross, Dead Cross, wenn ein 50er den 200er schneidet und so weiter. Medial natürlich super irre interessant, aber bringt kein Geld. Ja, und alles, was kein Geld bringt, sollte man im Endeffekt auch nicht wirklich beachten. Ja. Und warum? Weil gleitende Durchschnitte wiederum den Kursen hinterherlaufen. Also, wie verwenden wir gleitende Durchschnitte nun? Die Schnittpunkte von gleitenden Durchschnitten sind uninteressant.
Was uns eher interessiert, ist das Thema, wohin zeigen diese Dinger? Ja? Und da gibt es jetzt ganz, ganz simple Tricks. Ja? Und damit beginnt jetzt quasi auch meine Trading-Ampel. Wenn ich sage, ich möchte jetzt, was möchten wir denn alle? Wir wollen ja kaufen, halten und die nächste Tesla erwischen. Wir möchten kaufen und halten und die nächste Google im Portfolio haben. Ja? Sprich, kaufen, halten, reich werden, ohne zu arbeiten. Funktioniert ab und zu sehr gut und funktioniert ab und zu gar nicht. Die Frage ist, warum? Märkte bewegen sich immer in Trends. Entweder haben wir einen Aufwärtstrend, wir haben einen Seitwärtstrend oder wir haben einen Abwärtstrend. Gut. Ist kaufen, halten und liegen lassen in einem Abwärtstrend die ideale Variante? Nope. Kann man vergessen. Kaufen, halten und liegen lassen in einem Seitwärtstrend? Ebenfalls nicht. Kaufen, halten, liegen lassen in einem bullischen Trend funktioniert exzellent. Das heißt, die erste Verpflichtung, die wir haben, ist zu schauen, wohin bewegen sich die gleitenden Durchschnitte und wo ist der Kurs im Verhältnis zu den gleitenden Durchschnitten. Darum geht es letzten Endes bei diesen Indikatoren. Das ist nicht wirklich allzu schwierig zu sehen. Wenn ich sehe, dass alle gleitenden Durchschnitte nach oben laufen, egal ob 9er, 20er, 50er, und darum gibt es ja auch bei den gleitenden Durchschnitten kein richtig oder kein falsch. Wenn ich sehe, dass alle gleitenden Durchschnitte nach oben gehen und die Indizes wie S&P, Nasdaq oder auch in Deutschland der DAX sich über den gleitenden Durchschnitten befinden, das ist die Zeit, um all in zu gehen. Das ist auch die Zeit, wo ich persönlich auch in meinem Trading-Konto ganz gerne mal mein Kapital überziehe, mein Trading-Konto überziehe und in Margin gehe, weil ich einfach sage, hey, das sind die Zeiten, wo man eine absolute Gerade hat. So ähnlich wie im Rallye-Fahren, da kann man Fuß aufs Gas geben, wirklich mit Blei und richtig Vollgas. Ja? Das ist die Zeit, wo man abräumt. Das ist die Zeit, wo man Gewinne laufen lässt. Das ist die Zeit, wo man wirklich in Euphorie verfallen kann. Ja? Aber nicht den Fehler machen, wenn man sieht, hoppala, die Kurse gehen unter die gleitenden Durchschnitte. Die gleitenden Durchschnitte beginnen nach unten zu laufen. Die Kurse befinden sich darunter. Das ist quasi die Geldvernichtungsmaschinezeit. Und jetzt gibt es zwei Arten von Trader. Traderpartei A, die tradet permanent, weil die wissen alles, kennen alle Strategien. Man muss jeden Tag investieren. Man hat ein Trading-Konto bei WH Self Invest und jeden Tag Vollgas. Ja? Und da gibt es die Trading-Partei B. Das sind jene, die sagen, okay, ich trade nur bei Schönwetter. Ja? So wie jetzt. Jetzt kommt gerade hier ein bisschen die Sonne raus, nur bei Schönwetter. Sprich, Indizes steigen, gleitende Durchschnitte steigen, die Kurse befinden sich über den gleitenden Durchschnitten, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber sobald Sie sehen, jetzt kann man die Gewitterwolken, die gleitenden Durchschnitte beginnen zu sinken, so wie jetzt bei Brennstoffzellenaktien, so wie jetzt bei Solaraktien und viele, viele andere Werte, die vor 3, 4 Monaten noch gegangen sind, Elektrofahrzeughersteller, NIO, XPEV, Blank und wie sie alle heißen, alles aktuell Werte, die kein Mensch haben möchte, weil die Trends nach unten zeigen. Und in dieser Phase geht diese Traderfraktion her und sagt, okay, in dieser Phase mache ich halt keine Trades mehr. Cash ist nämlich auch eine Position und vor allem dann, wenn die Märkte nach unten gehen oder diese Sektoren, die wir jetzt gerade besprochen haben, nach unten gehen, eine sehr, sehr gute, denn man macht keine Verluste. Und das ist das Entscheidende. Ich kann nicht jeden Tag davon ausgehen, immer nur Gewinne zu machen, sondern in welchen Phasen ist es sehr leicht, Gewinne zu machen, sprich die Schönwetterphasen. Und in welchen Phasen ist es sehr schwierig, Gewinne zu machen? Und glauben Sie mir, wenn der Markt nach unten geht, eine Korrektur hat oder ein gewisser Sektor underperformt und nicht mehr gut läuft, tun sich selbst die besten Trader und selbst ich wahnsinnig schwer, gutes Geld zu machen. Man könnte sagen, ja, dann geht man halt short. So einfach funktioniert die Welt aber auch nicht. Ja? Das heißt, viele fragen mich immer wieder, was ist der Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Tradern? Der Unterschied ist Disziplin. Die disziplinierten Trader wissen, wann sie Ruhe geben müssen, raus aus dem Markt, es gibt keine Beute zum Jagen und die nicht erfolgreichen Trader, die schießen jeden Tag. Wie im Wilden Westen wird gefeuert ohne Ende und die Gewinne sind meistens schneller wieder weg, als sie zuvor gemacht worden sind. Das heißt, ich persönlich, um quasi jetzt den gleitenden Durchschnitten auch ein bisschen einen Sinn zu geben, ich persönlich nehme gleitende Durchschnitte hauptsächlich dafür, um zu sagen, die Ampel für mich im Trading ist auf grün oder nicht auf grün. Und ich verwende hier zum Beispiel einen gleitenden Durchschnitt sehr, sehr gerne, gerade für die meisten von Ihnen jetzt auch sehr interessant, Swing Trader, Positionstrader. Wann ist die Ampel für mich auf grün? Ich beobachte hier den 50-Tage-Durchschnitt, egal ob jetzt EMA oder SMA.
Und wenn ich sehe, dass die Kurse permanent sich über den gleitenden Durchschnitt der Periode 50 befinden, das ist die Zeit, um Gas zu geben. Ich suche nach Ausbrüchen aus Konsolidierungen, Seitwärtsbewegungen, Flaggen, Wimpel, Dreiecke. Da funktioniert die Börse sehr, sehr gut. Und jetzt kann ich natürlich auch diesen 50-Tage-Durchschnitt verbinden, auch mit den Indizes. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel eine Trading-Regel aufsetzen, indem ich sage, okay, wenn jetzt der 50-Tage-Durchschnitt im Nasdaq oder im S&P steigt und der 50-Tage-Durchschnitt bei Apple, Amazon und Co. steigt, dann möchte ich Apple, Amazon und so weiter aufsteigend kaufen. Das sind ganz simple, triviale Trading-Regeln, die im Endeffekt euch genau eines erspart, in schlechten Zeiten, in Regenwetterzeiten so wenig wie möglich zu machen und in guten Zeiten die Trades zu forcieren. Ja? Und schaut euch einfach mal an, bei den Börsen, wie ihr performt habt im Portfolio hier bei WH Self-Invest, als die Indizes unter dem 50er waren. Ja, kann man ja auch sehr, sehr schön auch immer wieder machen, Performance anschauen, seine Portfoliostände kontrollieren und so weiter. Und wie war die Performance, als der 50er stieg und die Indizes permanent über einem steigenden 50er waren? Und auf einmal sieht man, hoppala, gerade in diesen Phasen ist es wirklich gut gegangen und in anderen Phasen war es halt wahnsinnig schwierig, Geld zu verdienen und man hat meistens eher Geld verbrannt. Ja, das sind so die einfachen Basics der Ampelsysteme, die wir Trader auch immer wieder sehr, sehr gerne verwenden. Achim, ich habe noch mal eine Frage aus dem Publikum. Und zwar noch mal kurz zum Shooting Star zurück. Ist da die Farbe relevant, so wie beim Shooting Star und Hammer, oder spielt die gar keine Rolle? Ja. Es ist natürlich klar, dass ein roter Shooting Star vielleicht ein bisschen besser ist als ein grüner Shooting Star, weil sie negativ ist, eine negative Umkehrformation. Aber prinzipiell ist es egal. Das heißt, das Wichtige ist immer wieder, dass es im letzten Drittel unten passiert. Ja. Und gerade dann funktionieren, wie gesagt, auch die Shooting Stars sehr, sehr, sehr gut, wenn man zuvor eben einen sehr steilen Anstieg hatte. Ja. Das ist nämlich genau der Punkt, wo wir jetzt bei den Unterstützungen und Widerständen hinkommen. Weil da habe ich jetzt nämlich auch für euch zwei, drei sehr, sehr schöne Secrets vorbereitet, die einen richtigen Mehrwert bei euch in Zukunft auch bringen werden. Das schauen wir uns jetzt hier ein bisschen an. Und zwar Unterstützung und Widerstände. Wie funktionieren diese Dinge generell? Wenn eine Unterstützung gebrochen wird, Kurse kommen von oben in Richtung Unterstützung, Unterstützung wird gebrochen, dann wird diese Unterstützung zu einem Widerstand. Das ist so ähnlich, wie wenn man sich jetzt ein Hochhaus vorstellt. Ja? Wenn man also unter dem Boden der zweiten Etage bricht, ist man in der Etage 1 und der Boden von der Etage 2 wird in der Etage 1 auf einmal zur Decke. So funktionieren Unterstützungen. Das gleiche auch umgekehrt. Wenn ich jetzt von der ersten Etage in die zweite Etage vorstoße, durchbreche ich die Decke, sprich den Widerstand. Ja, und in der zweiten Etage wird auf einmal die Decke zur Unterstützung. So ähnlich kann man sich das ganz einfach vorstellen, wie Unterstützungen und Widerstände funktionieren. Und im Endeffekt ist all das, was wir täglich im Trading sehen, egal ob Intraday, Tageschart, Wochenchart, permanent nichts anderes als wie eine Schwankung der Märkte, eine Schwankung der Kurse zwischen Unterstützungen und Widerständen. Ein Widerstand wird gebrochen, so wie hier im S&P, wird dann in Folge zu einer Unterstützung. Das heißt, es kommt meistens zu einem Rücklauf. Die Unterstützung wird dann eben nochmals getestet, so wie hier sehr, sehr schön zu sehen. Dann haben wir oben wieder einen Widerstand. Widerstand wird gebrochen, wir sehen einen Rücklauf und Widerstand wird zur Unterstützung. Ja? Und das ist ein permanentes Hin und Her immer wieder zwischen Unterstützungen und Widerständen. Und da kann man sich jetzt natürlich auch sehr, sehr schöne Geschichten auch immer wieder zusammenschreiben, was sind gute, schlechte Unterstützungen und so weiter. Und dazu kommen wir jetzt noch. Hier auch nochmal ein Chart, dass man auch sieht, wie es in einer Faltbewegung ausschaut. Es gibt natürlich auch schräge Unterstützungen, schräge Widerstände. Aber auch hier sieht man auch sehr, sehr schön immer wieder dann, wenn eine wichtige Unterstützung im Pivot-Tief gebrochen wird, wird eine Folge zu einem Widerstand. Ja? Hier eine wichtige Unterstützung gebrochen, es kommt zu einem Rücklauf, wird zu einem Widerstand. Das heißt, auch später meistens, schräge Linien werden später meistens auch ganz gerne wieder dann zu Unterstützungen oder Widerstände. Ist eine relativ simple Art und Weise, wie das funktioniert. Und daraus können wir einen richtigen Mehrwert auch schlagen. Ja? Die Frage ist jetzt aber natürlich, für sehr, sehr viele, und da tun sich sehr, sehr viele sehr schwer, aber die Auflösung kommt jetzt. Was sind denn wirklich gute Unterstützungen und Widerstände? Und was sind schlechte?
Die erste Geheimzutat hinter der gesamten Geschichte ist, ich habe drei goldene Regeln. Die erste ist der zeitliche Abstand. Ja? Ich sage dazu immer wieder, es gibt so eine kleine Eselsbrücke. Betrachtet euch eine Spinne. Eine Spinne webt ein Netz. Ja? Und je länger diese Spinne Zeit hat, um dieses Netz zu weben, umso stärker wird das Netz. Ja? Und Kurse haben in der Regel eine Memory. Ja, das heißt, Kurse haben eine Erinnerung, denn jeder weiß, wo war ZB der Tiefstand im März folgenden Jahres oder zeitlich, wann war der Tiefstand der letzten 12 Monate? März folgenden Jahres, jeder weiß, Corona-Crash. Ja. Märkte momentan auf All-Time-Highs. Das sind die wichtigsten Punkte in den Charts, ja, die wichtigsten Pivotpunkte. Und je länger so ein seine Unterstützungspunkt oder ein Widerstandspunkt zurückliegt, umso stärker ist er. Schauen wir uns dazu einfach mal zwei Beispiele an. Wir haben hier eine Apple-Aktie, hat hier eine Unterstützung, ein Pivot-Tief gebildet, ging dann wieder rauf, kommt dann wieder runter in Richtung dieser Unterstützung. Ja? Wir haben hier jetzt vom zeitlichen Verlauf her gerade mal einen Monat, das heißt, wir reden von einer guten Unterstützung. Die Spinne hat einen Monat Zeit, um das Netz zu weben, absolut okay. Ja? Hier sehen wir aber dann, Unterstützung wird gebrochen. Was ist mit der Unterstützung? Wird zu einem Widerstand. Ein Monat ist eine gute Unterstützung. Keine sehr starke Unterstützung, aber eine gute Unterstützung. Was ist aber, wenn der Kurs einer Aktie zu einer Unterstützung kommt, wo die Spinne jetzt nicht einen Monat, sondern ein Jahr Zeit hatte, um das Netz zu weben? Diese Unterstützung ist natürlich extrem stark, ja, weil der zeitliche Abstand ganz weit zurückliegt. Und somit tun sich jetzt selbst Anfänger schon ganz, ganz einfach. Ja? Wir können ja auch hier die Widerstände anschauen. Da hatten wir den Widerstand, ist ein kleiner Widerstand, ja? Wenig Zeitabstand. Dieser Widerstand zum Beispiel hatte wesentlich mehr Aussagekraft. Ich tue mir hier schwer, ein bisschen diese horizontale Linie hier zu malen. Und man sieht auch, wie dieser Widerstand auch hier auch später noch eine ganz, ganz hohe Resonanz hatte auf die Chartentwicklung. Hier war es Widerstand, Widerstand wird zur Unterstützung, hat eine Zeit lang ganz gut gehalten, Unterstützung wird gebrochen, wird zum Widerstand. Ja? Das heißt, alle Punkte, die ganz weit zurückliegen oder je länger sie zurückliegen in den Charts, umso stärker sind diese Punkte. Ja? Das heißt, der erste, und das ist quasi das erste große Secret hier, was Unterstützung und Widerstand anbelangt, ist der zeitliche Abstand. Eine ganz, ganz wichtige Regel und wirklich trivial und kann auch wirklich jeder schon von heute auf morgen sehr, sehr gut verwenden. Hier noch einmal auch hier diese Eselsbrücke. Zweite Golden Rule hinter der ganzen Geschichte ist die Anzahl der Berührungen. Ihr müsst euch nur vorstellen, auch hier gibt es eine Eselbrücke. Je öfter man auf eine Tür einhämmert, ja, umso eher wird diese Tür irgendwann einmal brechen. Heißt auf gut Deutsch, je öfter eine Unterstützung oder ein Widerstand getestet wird, umso eher die Wahrscheinlichkeit, dass diese Unterstützung oder dieser Widerstand bricht. Schauen wir uns das mal hier anhand von zwei Beispielen an. Bank of America hatten wir hier einen Widerstand bei 14. Aktie dreht wieder nach unten. Aktie kommt nach oben, bricht den Widerstand. Was passiert, wenn der Widerstand gebrochen wird? Er wird zu einer Unterstützung. Okay. Aktie läuft nach oben. Kommt wieder zurück. So, jetzt wissen wir aber, die erste Berührung einer wichtigen Unterstützung oder Widerstandsebene ist meist ein sehr, sehr guter Punkt, wo es dann zu einem Bounce kommt. Ja, das heißt, die erste Berührung, wenn Sie jetzt irgendeine Aktie haben, die steigt und steigt und steigt und kommt zu einer wichtigen Unterstützung wieder zurück, ist die erste Berührung immer eine sehr, sehr gute Long-Möglichkeit bei Unterstützungen. Bei der zweiten Berührung wissen wir, okay, jetzt haben wir schon zweimal diesen Test. Die zweite Berührung sagen die meisten Trader, okay, diesen Bounce möchte ich nicht mehr traden, schwach, ja. Und meistens bei der dritten Berührung kommt es zum Break. Ganz nach der Regel, erste Berührung, okay, zweite Berührung, aber dritte Berührung, man hämmert schon wirklich mehrere Male auf diese Unterstützung, dann kommt es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Bruch in Richtung Süden. Das Gleiche haben wir natürlich auch bei Widerständen. Das heißt, geht jetzt etwas in Richtung eines wichtigen Widerstands, so wie hier bei Netflix. Hatte die Spinne lange genug Zeit, um das Netz zu weben? Ja, 3 Monate, 4 Monate ist schon recht lang. Aktie kommt rauf. Was macht die Aktie? Sie dreht sofort nach unten. Erste Berührung, immer wieder Bounce.
Ja, und das kann man natürlich auch bei einem Widerstand mit einem Short machen, indem man sagt, okay, jetzt gehe ich in die Gegenrichtung. Ja. Zweite Berührung bedeutet, Widerstand wird schon schwächer. Dritte Berührung bedeutet, Widerstand bricht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und damit kann man natürlich auch dann sogenannte Breakout-Trades nach oben machen oder Breakdown-Trades, wenn man eben shorten möchte, wenn Unterstützungen gebrochen werden. Je öfter eine Unterstützung oder Widerstand getestet wird, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass er dann irgendwann einmal bricht. Beim ersten Mal, und das ist jetzt so ein kleines Cheat-Sheet, das ich euch hier noch ganz gerne auch mit dazugebe, die erste Berührung eines wichtigen Unterstützung oder einer wichtigen Unterstützung oder eines wichtigen Widerstandes ist meist eine Trading-Chance in die Gegenrichtung. Man tradet quasi eine technische Gegenbewegung. Ja? Zeichnen wir das nochmal auf. Wir haben einen Widerstand, etwas geht wieder runter, ich komme wieder rauf. Erste Berührung, Gegentrend-Trade. Okay? Zweite Berührung, ist weder ein guter Long noch Short. Aktie geht wieder rauf, kommt wieder runter. Das ist eher, zweite Berührung ist eher neutral. Aber dritte Berührung, was passiert bei der dritten? Dritte führt fast immer zum Break. Das heißt, die dritte Berührung ist jetzt keine Trading-Chance in die Gegenrichtung, sondern eine Trading-Chance in die Richtung des Trends. Ja? Und das sind so die Golden Rules. Das gleiche natürlich auch umgekehrt mit der Unterstützung. Aktie kommt runter, geht wieder rauf. Wichtige Unterstützung. Ja? Geht wieder rauf, nach einem halben Jahr kommt die wieder runter. Okay, man weiß, hey, kommt runter. Super tolle Unterstützung, kann ich traden auf der Long-Seite, es kommt zu einem Bounce, ja, sehr schöne Rallye, man macht einen sehr schönen Gewinn, Aktie kommt wieder runter, trade ich die zweite Berührung? No, zweite Berührung traden die professionellen Trader nicht mehr, ja? Meistens kommt bei der zweiten Berührung oder eben bei der dritten Berührung der Break in Richtung Süden. Und das sind so ganz einfache Regeln, ganz offen und ehrlich, ich wäre vor 20 Jahren, hätte ich mich zurückgelehnt und hätte gesagt, danke, 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 ja. Man braucht Jahre, um auf diese sehr, sehr wichtigen Regeln einfach mal hinzukommen. Ja, was brauche ich im Trading? Was ist wichtig? Was ist unwichtig? Und ich muss ehrlich sagen, Unterstützung und Widerstände geben mir so viel Feedback, weil ich einfach ein extrem gutes Gefühl dafür bekomme, bricht das Teil jetzt durch oder nicht? Ja, und ich weiß fast immer mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, was als nächstes im Markt passiert. Eben aufgrund, zum einen, wie hoch ist der Abstand zum letzten Punkt, sprich Zeitregel, ja, erste Regel. Und die zweite Regel, Anzahl der Berührungen. Ja, ganz einfach und ganz simpel. Die dritte Regel, und damit sind wir am Abschluss der Unterstützungen und Widerstände. Und damit haben wir ein sehr, sehr wichtiges Thema bei den Basics durch. Ja. Die dritte Regel ist die Steilheit. Denken Sie sich, okay, wenn ich jetzt einen Widerstand habe, jetzt bin ich immer gespannt. Ja. Kannst du noch eine Umfrage machen? Kannst du das zwischendrin machen? Das kann ich auch zwischendrin machen, ja, kann ich. Ja, jetzt bin ich immer sehr gespannt, wie die Rückmeldung ist. Sagen wir mal, wir haben jetzt hier wieder einen bedeutenden Widerstand und wir kommen sehr steil zu diesem Widerstand. Ja, also sehr steil bedeutet, so wie typisch so ein Winkel, ja. Und die zweite, bei der zweiten Chart gehen wir wieder runter, aber wir kommen rauf, aber gehen nicht so steil in Richtung Widerstand, ja. Das ist Beispiel 1, das ist Beispiel 2. Würde mich einfach mal interessieren, wo die Mehrheit der Trader hier glaubt, dass der Durchbruch nach oben wahrscheinlicher ist, bei 1 oder bei 2? Also wann ist der Durchbruch nach oben, ja? Genau, geht man davon aus, dass bei 1 der Durchbruch nach oben ist oder bei 2? Bin einmal gespannt. 1 oder 2, so. So, jetzt muss man mal gucken, dass ich den hier reinkriege. Jawohl. Ich glaube, ich habe einen Tippfehler drin, aber ich hoffe, ihr verzeiht es. So. Nee, ist doch wunderbar sogar. Also, 1 oder 2. Tipp drauf einfach. Siehst du, was wir alles machen können on the fly, ja? Da gab es ja auch so eine Sendung, oder? 1, 2 oder 3. Genau, die gab es auch, ja. Ach Mensch, Kind, das war eine Art Kindersendung, Kinderquiz mit Michael Schanze. Lang, lang ist her. Okay. Ja. Super, dann jetzt habe ich 73% haben gewählt. Schauen wir es uns mal an. Das Ergebnis sieht so aus. Für 1 waren 33%, für 2 waren 67%. Also genau 2 Drittel, 1 Drittel. Das ist witzig. Absolut, absolut perfekt, absolut perfekt.
Es ist nämlich so, dass wenn jetzt sich ein Kurs, ich gehe jetzt einfach mal hier weiter, ja, wenn ein Kurs sehr steil nach unten geht, ja, dann hat man immer so das Gefühl, das hat richtig Power und das durchbricht jetzt alles, was geht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Je steiler ein Kurs in Richtung Unterstützung fällt, also wir reden jetzt wirklich über fast schon vertikal in Richtung Süden. Und das ist ein wirklich super Trick, um Gegentrend-Trades zu machen. Sprich, habe ich jetzt wirklich einen Totalabverkauf in Richtung Süden, in Richtung einer ganz, ganz wichtigen Unterstützung? Was ist wichtig? Es muss die erste Berührung sein. Haben wir schon gelernt. Erste Berührung. Der zeitliche Abstand muss relativ groß sein. Die Spinne hatte viel Zeit, um das Netz zu weben. Ja? Und dann sehr steil runter. Das heißt, wenn ich die Kombination von diesen drei Punkten habe, gehe ich zu 99,9 periodisch immer her und mache einen Gegentrend-Trade auf die Long-Seite. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese Unterstützung hält, ist extrem groß. Ja? Häufig, weil ich weiß, die Frage kommt meistens schon. Häufig ist es aber so, dass diese Unterstützung so kurzfristig ein bisschen gebrochen wird und erst dann gehen die Kurse rüber. Wir reden hier von einem Fehlausbruch nach unten. Ja? Und warum passiert das? Das ist gerade dieser psychologische Effekt, wo die breite Masse am falschen Fuß erwischt wird. Alle werden ausgestoppt und selbst die letzten, die nachgesagt haben, okay, ich halte so lange, solange diese Unterstützung hier hält. Aber wenn die auch noch bricht, dann verlasse ich das sinkende Schiff. Ja, dann geht es in Richtung Totalverlust. Die Welt geht wieder mal unter. Ja, haben wir schon so oft gehabt. Die Welt geht unter. Ja, Finanzcrash, alles tot. Und genau das sind die besten Phasen, um auf die Gegenseite aufzuspringen. Also gerade so Crashmärkte, ja, und Totalabverkäufe und alle schmeißen das Handtuch. Ein absoluter Traum. Ja, um quasi Gegentrend-Trades zu machen. Also die Wahrscheinlichkeit bei sehr steilen Annäherungen, die Auflösung dazu zu geben, ist sehr hoch, dass eine Unterstützung hält. Ja, also Mehrheit war richtig. Congrats Super, dazu. sehr gut. Ja. Ich wollte auch noch mal kurz was fragen. Und zwar, wir haben jetzt hier zwar nicht die Nanotrader, aber ich habe ja schon erwähnt, man kann also damit Candlesticks erkennen. Hier kam auch noch mal die Frage, ob das über mehrere Märkte geht. Na klar, man kann da Scanner und Screener machen draus und die konstruieren und überwachen lassen. Also alles das ist möglich. Also, wenn Sie wissen wollen, wie das funktioniert, dann bringen Sie doch einfach mal, wenn Sie jetzt noch nicht Kunde bei uns sind, einfach mal ein Ja klicken, wenn Sie an einem kostenlosen Plattform-Coaching interessiert sind bei Kontoeröffnung. Da haben wir nämlich ganz tolle Möglichkeiten, wie wir Sie da auch ranführen können, dass Sie das also lernen. Nächstes Wochenende zum Beispiel gibt es eine gute Gelegenheit, da mache ich das ganze Wochenende Nanotrader-Workshop. Ja, also da geht es nur um die Software, nur um diese einzigartigen Funktionalitäten. Voraussetzung ist, Sie sind Kunde oder Sie eröffnen diese Woche noch ein Konto. Ja, das ist, dann können Sie daran teilnehmen und zwar kostenlos. Ja, normalerweise kostet der 600 €. Das wollte ich nur mal auch dazu anmerken. Dankeschön. Dann mache ich gleich die letzten noch hinterher. Spezielles Neukundenangebot, ne, das ist genau das. Also, wollen Sie beim Workshop dabei sein? Es gibt auch eine Aufzeichnung im Nachgang. Dann auch einfach Ja klicken für unsere Neukunden. Die Kunden können sich einfach anmelden. Ne, das ist klar. So, und auch um die Standardfrage noch zu beantworten, wird das Seminar aufgezeichnet? Ja. Und es ist dann auch auf unserem YouTube-Kanal, ja, so geben Sie uns ein bisschen Zeit, das muss ja mal aufbereitet werden, es ist dann auch abrufbar. Super, ich danke Ihnen fürs Mitmachen. So, ich hab jetzt auch hier noch einen Chart. Ich weiß nicht, ob ich den, ob du sagst, den darf ich jetzt einblenden oder nicht. Das ist jetzt von einer anderen Trading-Software. Ist das okay für Ja, dich? das ist für mich Ja, okay. Ja. nur dass wir jetzt auch so ein kleines Live-Beispiel haben. Ja, hier haben wir den Nasdaq Future. Ja. Wir hatten hier ein sehr, sehr wichtiges Tief. Okay, das war Freitag, vorige Woche. Jetzt sind wir da sehr steil runter. Ja, in Richtung dieses Tiefs. Steil bedeutet gut, Support sollte halten. Ist es die erste Berührung? Ja. Was passiert? Markt geht sofort wieder rauf. So, jetzt geht der Markt wieder runter, zwar sehr steil, aber was haben wir? Wir haben die zweite Berührung. Okay? Zweite Berührung bedeutet, kann funktionieren, aber kein guter Long Trade mehr. Markt macht nur noch einen kurzen Bounce, um das dritte Mal runterzukommen. Was haben wir heute seither?
Abverkauf par excellence. Es wiederholt sich also quasi, um hier auch ein Live-Beispiel auch zu zeigen, es wiederholt sich fast immer in allen Märkten und auch wirklich in allen Timeframes. Ja. 30-Minuten-Chart, Tageschart, Wochenchart, die Regeln könnt ihr wirklich auf alles anwenden, Rohstoffe, Devisen, whatever. Ja, also das gesamte Universum von WH Self-Invest, was ihr hier traden könnt, alles, alles quasi anwendbar und sind ganz simple Regeln. Also mir, ich liebe Charts. Ja, also die verraten mir immer so viel. I love it. Ja. Ja, ganz kurz vielleicht noch ein Beispiel für eine langsame Annäherung. Man sieht es hier in den Charts, ja, die Kurse kommen langsam und stetig runter zum Support. Es sieht zwar immer so aus, dass man sich denkt, ja, da bildet sich so eine Art Dreieck und das könnte ja nach oben ausbrechen, aber meistens passiert es eben genau nicht. Ja. Langsame Annäherungen sind immer sehr, sehr gefährlich und bedeuten in der Regel eher mehr, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass dieses Support-Level oder Widerstandslevel, ja, zum Beispiel, könnte ja auch umgekehrt sein. Kurse gehen hier rauf, ja, aber dann langsam flach, flach und dann ist der Breakout natürlich sehr wahrscheinlich. Hier haben wir eben den Breakdown. Also langsame Annäherungen immer sehr gefährlich, steile Annäherungen immer sehr, sehr gute Manöver, die man eben auf die Gegenrichtung machen kann. Ja. Also in Zukunft wird vielleicht der ein oder andere den nächsten Crash oder den nächsten Superabverkauf in Richtung einer wichtigen Unterstützung einfach mit diesen ganz einfachen Informationen eben sehr, sehr schön ausnutzen können. Gut, ich weiß. Wir sind eigentlich bei einer Stunde. Eigentlich sind wir durch. Ja. Habt ihr noch Bock auf 10 Minuten? Habt ihr noch Bock auf zehn Ja, Minuten? komm, hängen wir ran. Ja, machen wir noch. Ja? Ja, logisch. Ganz Macht das so kurz. schön, da kann ich nicht Nein sagen. Ja. Okay. Machen wir so ganz, ganz kurz nur Trading-Formationen. Ja? Weil wir auch wirklich hier gesagt haben, Hündchen ist auch schon aufgeregt. Weil wir auch wirklich gesagt haben, wir wollen jetzt mal diese Basics hier durchmachen. Ja? Dreiecke, Wimpel, Flaggen, Cup and Handles, das sind so die Standardgeschichten, die ich auch in meinem persönlichen Trading immer wieder verwende. Und wir gehen jetzt wirklich nur ganz kurz drauf ein. Ja? Ich habe jetzt hier noch 13, 14 Folien, die wir aber auch relativ rasch hier durchhaben. Der Clou bei all diesen Formationen ist, und das ist das, was ich euch heute hier noch mitgeben möchte zum Schluss, ist das Thema Konsolidierung. Ja? Dreiecke ganz kurz, sieht man relativ oft in den Charts. Man sieht, Aktien bewegen sich innerhalb von zwei Trendlinien, die zueinander zeigen. Ja? Man denkt sich, okay, könnte ja hier schon brechen oder sonst was. Aber der Clou, wann brechen denn diese Dinge mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ist, wenn eine Konsolidierung in dieser Formation stattfindet. Ja? Und sobald ihr das seht, egal welche Formation ihr betrachtet, es kann auch eine Seitwärtsbewegung sein, ja? Und ihr kriegt eine Konsolidierung vor einem Widerstand. Was haben wir dann? Eine steile oder eine langsame Annäherung? Genau die Regeln, die wir jetzt schon gelernt haben. Ja? Wir haben eine langsame Annäherung. Eine steile Annäherung, so wie hier, bedeutet Push wieder nach unten. Aber rauf und dann seitwärts ist eine langsame Annäherung. Das bedeutet fast immer, ich kriege einen sehr, sehr schönen Breakout. Ja, kann jetzt sowohl nach oben sein als auch nach unten. In der Regel sagt man, okay, Kaufsignal ist beim Ausbruch, Stop setzt man normalerweise unter das Tief der Formation. Ich persönlich mache es gerne wesentlich aggressiver, denn mein Stop geht bei solchen Breakout-Trades, also sprich Handeln von Ausbrüchen, eher mehr unter das Tief von diesen Konsolidierungen. Und ohne eine Konsolidierung kaufe ich auch nie irgendeine Formation, egal was es ist. Ja, das ist so meine goldene Regel. Es muss eine Konsolidierung geben. Und häufig kommt es dann eben bei einem Breakout zu diesen Power Candles, die wir zuvor schon mal gesehen haben. Hier sieht man es auch sehr, sehr schön. Und das sind dann wirklich die Sachen, die wirklich ordentlich viel bringen. Wenn man also so viel theoretisch verdienen kann und man aber unterm Strich nur so ein kleines Risiko hat. Das heißt, im Trading geht es nicht darum zu sagen, ich habe jetzt 100, 200 oder 300% gemacht in einem Trade. No, interessiert keinen Menschen. Im Trading geht es mir nur darum, dass ich sage, ich habe so viel Risiko und ich habe so viel herausgeholt. Es geht also um CRV, Chance-Risiko-Verhältnis. Wie viel habe ich gemacht im Verhältnis zum Risiko? Ich habe 100 € riskiert, habe aber 500 € in dem Trade gemacht. Dann ist es ein fantastischer Trade. Ja? Habe ich 500 € riskiert und ich habe 300 € gemacht in dem Trade, dann war es ein schlechter Trade. Ich habe mehr riskiert, als wie das, was ich verdient habe. Ja? Und gerade diese kleinen Konsolidierungen, die geben einem hier immer wieder diese kleine Würze, wo man wirklich sagt, hey, ich habe super, super tolle Chancen mit kleinen Risiken. Bei Wimpeln und Flaggen ist es meistens ein bisschen schwieriger,
diese Konsolidierung in den Tagescharts auszumachen, so wie hier. Es ist Pandora Media, man hat einen sehr starken Anstieg und man hat hier so einen kleinen Wimpel über mehrere Tage. Da sind Konsolidierungen meist etwas schwieriger erkennbar. Und hier gibt es aber einen kleinen Trick, den ich euch auch verrate. Ich gehe einfach bei diesen Konsolidierungen im Tageschart eine Ebene tiefer. Das heißt, ich gehe dann hier sehr, sehr gerne einfach einen 15- oder 30-Minuten-Chart. Ja? Und ich schaue dann auch in diesem Wimpel, wenn sich dieser Wimpel im Tageschart bildet, dass ich hier dann im 15- oder 30-Minuten-Chart möglichst so ein Bild habe. Das heißt, die Kurse gehen in Richtung Widerstand, machen eine kleine Konsolidierung, ja, in der unteren Zeitebene und dann den Ausbruch nach oben. Da kann ich nämlich den Ausbruch zwar im Tageschart handeln, aber meinen Stop sehr, sehr, sehr schön in der kleineren Zeitebene unter das Tief dieser Konsolidierung geben. Ja. Und dadurch erreiche ich eines, ich habe die gleiche Chance, wie wenn ich nur auf den Tageschart blicke, aber ein sehr, sehr kleines Risikospektrum. Ja. Das werden wir dann später dann auch noch bei unseren Strategien brauchen, wie zum Beispiel diesen Basin Break, wo ich euch eben gerade diese Strategien dann eins zu eins auch im Live-Trading mehr oder weniger dann auch zeigen kann und dann auch hier diese Geschichten hier fortführen kann. Aber im Endeffekt ist auch ein Bruch von einer Flagge oder einem Wimpel ja auch nichts anderes eigentlich als wie ein Bruch einer Unterstützung oder ein Bruch eines Widerstandes. Ja, hier haben wir einfach JDS Uniphase, sehr, sehr schön. Zuerst bricht die Flagge, dann bricht hier der Wimpel. Und ein bisschen später, wenn wir auch hier noch mal ein bisschen so unser Auge drüber werfen, haben wir noch eine größere Flagge, eine bärische Konsolidierung. Das sehen wir also hier. Das ist quasi die große Bärenflagge, die ja auch hier dann gebrochen wird. Ja, sehr, sehr schön auch hier zu sehen. Also die Märkte, und man sieht sie eben auch hier, weil ich gesagt habe ganz am Anfang, die bewegen sich eigentlich ständig immer nur zwischen Unterstützungen und Widerstände. Dazu gehören natürlich auch diese ganzen Formationen wie Flaggen, Wimpel, Dreiecke. Falls ihr da Bock habt, mehr drauf zu wissen oder auch euch ein bisschen stärker da auch einzulesen etc., es gibt da ein sehr, sehr schönes Buch, das nennt sich Charts Enzyklopädie, so ein schwieriges Wort, Zungenbrecher, der Charttechnik von Charles Bukowski. Ja, Charles Bukowski, oh, ja. Gibt es auch auf Amazon, deutsche Version, englische Version, ist so eine Schwarte, habe ich mir alles durchgearbeitet einmal. Das ist ja der Candlestick-Papst, ne? Der hat ja die ganzen Formationen untersucht. Und das über Jahrzehnte hinweg. Also der hat da richtig Arbeit reingegeben. Der hat richtig Arbeit reingesteckt. Das ist Wahnsinn. Genau. Aber auch er hat letzten Endes eines gesehen. Ja? Eine Flagge ist kein heiliger Gral. Ein Wimpel ist kein heiliger Gral. Es hat eigentlich keine Formation wirklich das gemacht, was man so eigentlich kennt. Ja? Wo man sagt, ja, da ist das Kursziel, da ist jetzt die Unterstützung und das muss jetzt immer so funktionieren. So einfach ist es nicht. Ja? Und darum auch hier wiederum, es geht darum, die verschiedensten Punkte miteinander zu kombinieren. Wenn ich zum Beispiel so wie hier in Tesla eine sehr schöne Flagge habe, ja, und ich habe den Breakout aus der Flagge, was möchte ich? Ich möchte eine Konsolidierung davor haben. Auch hier, weil wir gerade jetzt Tesla hier haben, ganz kurz. Das war auch ein Setup, das ich analysiert habe in sehr, sehr vielen Kanälen. Ich mache hier auch Livestreams und so weiter bei Ratgeber Geld und dort und da. Was hatten wir denn hier? Wir hatten in Tesla gerade jetzt einfach nichts anderes als wie ein Widerstand. So, und jetzt die Frage an euch. Wie oft haben wir diesen Widerstand berührt? Das war der Ausgangspunkt des Widerstandes. So, wie oft haben wir den Widerstand berührt? Einmal. Gehen wir da long? Nö. Beim zweiten Mal gehen wir da long? Nö. Beim dritten Mal? Ah, sieht gut aus. Und was haben wir hier kurz vor dem Bruch? Eine wunderschöne Konsolidierung. Und so trade ich alle meine Formationen. Ja? Und kaum hat Tesla die 700er Marke gebrochen, kabum, ging schon um 15% innerhalb von 2 Tagen fast nach oben. Nicht ganz 15, 12, 13% waren es. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dieser Unterstützung. Ja? Widerstand wird gebrochen, Widerstand wird zu einem Support. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich bin ein Fan von Tesla, würde ich sagen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kaufen, denn wir testen gerade diesen Punkt nach unten. Wenn er hält, gut. Kriegen wir Schlusskurse unter 700, gehe ich halt wieder raus. Risiko, super klein. Ich riskiere vielleicht 10 oder 15 Punkte in Tesla. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt die Unterstützung hält, ist relativ groß. Und so einfach geht man bei jedem von diesen Systemen, weil wir jetzt eben hier, wie gesagt, auch gerade Tesla gesehen haben, mit diesem Thema Unterstützungen und Widerständen um. Ganz, ganz einfache Materie. Aber viel mehr, wie gesagt, jetzt zu den Formationen, können wir jetzt natürlich in der Kürze nicht mehr machen. Es wäre dann wieder ein eigenes Webinar und so weiter. Aber wichtig ist einfach zu wissen, gekauft wird bei solchen Formationen immer beim Ausbruchspunkt,
Aber persönlich gehe ich eben, wie gesagt, sehr, sehr gerne her. Wenn ich solche Formationen in einem Tageschart sehe, breche ich runter auf einen 30-Minuten- oder 60-Minuten-Chart und suche mir da kleine Formationen, wo ich dann eben wesentlich enger hier wiederum diese Unterstützungen und diese Stops dann auch setzen kann. Ja. Hier nur ganz kurz, es gibt auch mehrere Varianten, damit wir das vielleicht auch immer gehört haben, so einen Ausbruch zu traden. Die einen Trader gehen sofort beim Bruch nach oben hinein, das wäre die Möglichkeit 1, das ist das, was ich persönlich mache, sofort rein. Ja. Möglichkeit 2 ist, man geht erst rein, wenn man es bestätigt bekommt, per Schlusskurs. Das ist ja eher die defensive Variante, so wie der Abschluss einer Versicherung. Ja, und der Abschluss einer Versicherung kostet Geld. Ja, und das heißt, ich habe zwar eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Trade aufgeht, aber ich kriege wesentlich schlechtere Entries. Ja, Versicherungen kosten Geld. Ja. Punkt Nummer 3 wäre, dass man erst dann reingeht, wenn man am zweiten Tag noch eine Bestätigung erhält. Also das ist schon super, super defensiv. Das ist, wenn ich sage, ich bin überversichert. Ja, also das bringt unterm Strich relativ wenig, aber nur, dass man es auch immer gehört hat. Es gibt so viele verschiedene Varianten, wie man Ausbrüche traden kann. Aber letzten Endes ist es nichts anderes als wie ein Bruch von einem Widerstand oder einer Unterstützung, egal welche Formation wir uns ansehen. Ja, können Brüche nach oben sein, können Brüche nach unten sein. Last but not least, und das ist so, jetzt bin ich dann wirklich dann am Ende. Mein absoluter Favorite ist Tasse mit Hanky. I love it. Ja, warum? Es ist eine Formation, wo wir quasi einen Widerstand haben. Die Kurse wieder zu diesem Widerstand rauflaufen. Wir kriegen quasi jetzt, und da seht ihr schon, warum ich jetzt auch dieses Thema Unterstützungen und Widerstände durchgenommen habe, weil es immer die gleiche Materie ist. Was machen wir bei der ersten Berührung eines wichtigen Widerstandes? Nix. Ja. Zweite Mal? Nix. Ja. Dritte Mal? Nix. Ja. Wie auch immer. Aber sobald wir dann den Widerstand brechen, dann kriegen wir richtig Energie. Das ist jetzt hier eine Tasse mit Henkel-Formation, sprich Cup and Handle. Und da haben wir auch letzten Endes ja nichts anderes als wie eine kleine Konsolidierung vor dem Breakout über dieses Level. Und das sieht man so, so, so oft in allen Zeitebenen. Und das ist so ziemlich die beste Formation, die man auch wirklich unterm Strich traden kann. Denn da gibt sich quasi diese Konsolidierung vor dem Ausbruch schon von selber. Ja? Kann man im Nano-Trader auch nach Cup and Handle suchen? Das müsste man programmieren. Also das haben wir jetzt noch nicht drin, aber das kriegen wir hin. Also es ist Ja, jetzt das kriegt man auch nicht, noch hin, ne? es ist kein Hexenwerk, denke ich mal. Das schaffen wir. Absolut nicht, absolut nicht. Ja. Kurse sind näher in Also Nähe des All-Time-Highs, konsolidieren ein bisschen und das war's schon. was du auch machen kannst, ist, wir haben jetzt diese Standardgeschichten drin gehabt, Candlestick-Erkennung. Du hast auch ein Tool drin, ohne Source-Code lernen zu müssen. Ja, kannst du praktisch mit einer bestimmten Zahlenkombination dir deine eigenen Formationen basteln und die erkennen lassen. Ja, also das Cool. ist auch ein absolutes Novum. Das hat auch wirklich keine Handelsplattform dieser Erde. Also insofern haben wir da echt was Cooles. Ja, Achim, wir haben leicht überzogen, hast ja schon angedeutet, dass das passiert, aber Ja, klar. es war wirklich hervorragend. Vielen, vielen Dank für diese tolle Einführung, für die tollen Basics. Ich glaube, hier konnten viele, viele Teilnehmer was mitnehmen und ich sehe auch schon ganz hervorragende Kommentare. Du schickst mir das als PDF, die ganze Sache, Ja. dann kann ich es den Teilnehmern im Nachgang noch zur Verfügung stellen. Ja, dann schicke ich hier euch das auch noch einen Link zum PDF irgendwie zu. Und dann könnt ihr das abrufen. Ansonsten, ich übernehme jetzt mal ganz kurz wieder den Bildschirm. Genau, da sind wir. Genau, hier sind wir jetzt nämlich, ne? Werkzeugkoffer eines Profi-Traders. Das war jetzt sozusagen genau das, wo wir jetzt stehen. Dann haben wir morgen. Ich hatte ja gesagt, morgen auch noch an meinem normalen Webinartag am Dienstag, 20. April, 17:30 Uhr, wird Maxim Schulz, kein geringerer als einer, der beim Robbins World Cup Trading Platz 3 belegt hat, also ein Weltmeistertrader in Sachen Futures, wird morgen mein Gast sein. Also morgen 17:30 Uhr können Sie auch wieder dabei sein. Dann haben wir am Donnerstag ganz interessant die Einführung des Mikro-DAXes. Heute war erster Handelstag. Da machen wir also ein Special-Webinar zu am Donnerstag, 22. April, 17 Uhr. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter runter. Am 3. Mai, da, guck mal, da ist unsere
unsere nächste Veranstaltung, so trete ich mein Base-and-Break-System mit Achim Mautz, das Webinar, zweiter Teil, 3. Mai, 17 Uhr. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Achim. Es war grandios und ich freue mich schon auf den zweiten Teil, 3. Mai, wie gesagt, 17 Uhr. Und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib schön gesund, gute Trades, ne? Ja, ebenfalls natürlich. Also ich sage auch nochmal danke für die Einladung. Danke auch, dass sehr so gerne zahlreiche die Teilnehmer auch dabei geblieben sind. Zeigt ja auch, dass das, was wir hier besprochen haben, auch wirklich sehr lehrreich war. Und kleiner Tipp noch am Rande, also für all jene, die mich einfach finden wollen, YouTube, Facebook, Instagram, schaut einfach Achim genau, Mautz. Ja. Das war auch noch eine Frage, wie kann man bei deinem Live-Training dabei sein? Vielleicht hast du da auch noch einen Tipp. Ja, wie gesagt, also man findet auf ratgebergeld.at ja so ziemlich alles, was man dazu braucht. Wir haben da aber hier auch einen eigenen Support-Channel und Support-Chat für Fragen etc. Es gibt da auch einen Testzugang mit 7 Tagen, wo man sagt, hey, ja, möchte ich mal dabei sein, ein bisschen mittraden. Und man kann dann eben auch diese ganzen Long-Short-Trades rauf, runter, links, rechts, alles natürlich auch über WH Self-Invest super, super schön auch handeln. Ja, alles sehr liquide Werte, die wir handeln, egal ob große Werte in Amerika oder mittelständische Unternehmen, auch Small-Caps, aber nur liquide Small-Caps natürlich mit viel Float und alles Geschichten, die ihr natürlich auch da habt. Und ja, mache auch auf YouTube sehr, sehr viele Livestreams immer wieder, Dienstag, Mittwoch, 17 Uhr, absolut kostenfrei. Und ja, Trading macht im Endeffekt Spaß und ich versuche immer auch diesen Spaß dort ein bisschen zu vermitteln. Ja, und das super auch den Leuten zu zeigen, es kann Spaß machen, Trading. Ja. Also wir werden da auch demnächst, wir haben so ein paar Sachen auch geplant, wieder in diesem Jahr auch an Neuheiten, da wird auch was kommen in Sachen US-Aktien. Also da lasst euch mal überraschen, da haben wir noch was ganz Cooles vor. Bei WHSF. Wie immer eigentlich. Wie immer. Okay. Also, dir lieben Dank an alle Zuschauer, dass sie auch so lange durchgehalten haben. Ich wünsche noch einen wunderschönen Abend und genießen Sie den Abend noch, genießen Sie die Restwoche und vielleicht hören wir uns ja morgen dann bei Max Schulz um 17.30 Uhr. Bleiben Sie uns gewogen. Okay, schönen Abend euch allen. Tschüss, ciao.